Hallo, herzlich willkommen zu unserem Videoblog. Ich bin als Professor Snape verkleidet und es ist noch nicht mal Karneval. Das liegt daran, dass der nächste Videoblog, nämlich dieser, sich mit der Wiseguys Totalnacht 2012 beschäftigt und da haben wir uns alle verkleidet. Totalnacht ist immer so völlig aus der Reihe. Das ist immer ein ganz eigener Event irgendwie. Ich finde, der passt sowieso nirgendwo rein. Also ob man jetzt irgendeine Tour spielt oder Wunschtour oder was, ist egal. Das ist immer was Besonderes. Beim letzten Mal, weiß ich nicht, da war es, glaube ich, insgesamt so. Ich habe viel gelernt. Jetzt sind 2 Jahre dazwischen irgendwie. Wir haben jetzt zwar für die Wunschtour relativ viel neuen Stoff gelernt irgendwie, aber für diese musste ich doch ein bisschen mehr dran. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das Ergebnis heute Abend ist. Also ich bin ein bisschen mehr aufgeregt als sonst. Zweite Konzert für Sie, das erste, das allererste überhaupt. Nein, also wir haben ja auch schon lange gewartet, heute Morgen schon und von daher ist es echt gut. Besonderes Konzert, was man von anderen Bands sonst nicht bekommt? 5 Stunden lang gebündelt, quasi alle Lieder, also nicht alle, aber doch ein Großteil ist phänomenal. Ja, wir haben uns drauf getreut, bei der dritten Nummer oder irgendwo wart ihr total im Schrauben, alle. Hinten standen die alle da und hab geschraubt. Deswegen dachte ich halt, ob die Hörsituation nicht so. Ziemlich aufgeregt gewesen. Das wird jetzt langsam. Ja, klar. Erster Teil vom zweiten Mal, ja. Fortsetzung folgt, sage ich nur, ne, als Antwort. Ich würde ja so gern bei dir bleiben. Doch der Wind ruft mich mit Macht hinaus. Wenn die Zeit reicht, dann werde ich dir schreiben. Doch ein Seemann, der hat kein Zuhause. Ja, ein Seemann, der hat kein Zuhause. Ich lauf und tanzen auf die Schnelle, ein paar Sekunden auf der Stelle. Dazu noch die Laola-Welle, Achtung, ich will tanzen, wenn ich will. Alle machen mit, Folter nicht gesund. Wir werden bald 150 Jahre alt, Handschrift. Sie ist als Investition, als Ersatz für Religion. Wir haben natürlich auch in der Wunschtour eine gewisse Reihenfolge, die relativ gleichbleibend ist. Und jetzt wird das heute Abend natürlich wieder alles durcheinander geschmissen. Das heißt, man kann sich auch nicht mehr anhand der Reihenfolge orientieren und wissen, aha, okay, jetzt kommt das Stück als nächstes, das hat den und den Anfang. Das macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter und also auch ein bisschen spannender. Es gibt so ein paar Angstnummern, aber das will ich hier gar nicht sagen. Ich will mich auf die schönen Dinge konzentrieren. Ja, es gibt da so ein paar Songs, auf die ich mich nicht so sehr freue, ja. Aber es gibt natürlich ganz viele Songs, auf die ich mich total freue. Ich freue mich ganz ehrlich auf die ersten warmen Tage. Mhm, GoldenEye. Finde ich total cool. Irgendwie, das ist für mich so einer aus der Anfangszeit und da werden mich wahrscheinlich jetzt einige Fans schlagen. Das ist ja natürlich nicht eine der ältesten Songs, aber für mich ist es schon was, was mehr aus der Anfangszeit stammt. Und das Ding macht total Spaß. Und im vierten Block gibt es eigentlich immer so einen Absacker, also dann auch vom Publikum her werden alle so ein bisschen schläfrig und das ist so der normale Zeitpunkt, wo wir auch, wenn wir keine Konzerte haben, dann auch schlafen gehen. Und da haben wir jetzt die letzten 2-3 Mal darauf geachtet, dass wir da die besonderen Powernummern reinmachen, dass wir einfach gar nicht erst ans Einschlafen kommen und das Publikum auch nicht. Hallo, ich bin dein Ohr. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hallo, ich bin dein Ohr.
Ja, ich glaube schon, das ist eine gewisse Altersmilde, die sich auch jetzt breit macht langsam bei uns. Ne? Also man ist nicht mehr so hektisch, man schläft weniger nachts, man muss häufiger raus und ist deswegen auch nachts einfach fitter, weil man einfach eh nicht mehr schlafen kann in dem Alter. Mein Fazit total nach 2012 ist, ich bin tierisch fertig, aber auch echt glücklich. Es war jetzt meine zweite Totalnacht. Ich hatte ein bisschen mehr Bammel als bei der ersten Totalnacht, weil ich schon ja, noch wieder einige neue Stücke irgendwie dazulernen musste. Und irgendwie, ich weiß nicht, manchmal hat man es, glaube ich, einfach, dass man ein bisschen aufgeregter ist als bei anderen Konzerten. Aber es hat tierisch Spaß gemacht. Es war ziemlich locker. Ich fand, es waren ein paar schöne spontane Sachen dabei. Ja, das hat schon sehr. Und das Publikum hat uns super getragen. Das war meine erste Totalnacht, muss ich dazu sagen. Ich fand die richtig klasse. Die Stimmung war auch super geil da drin. Ja, ich fand es einfach nur geil. Es war einfach eine bunte Mischung und es ist natürlich immer wieder Spaß, sich am Schluss nochmal alle in Kostümen zu sehen. Wir waren vor drei Jahren schon mal da, hat auch riesig Spaß gemacht und war ein guter Grund, wieder herzukommen. Einfach klasse, super. In zwei Jahren wieder. Mehr kann ich dazu nicht sagen.